Smith. Und da gleitet er übers Eis. Die Hintermannschaft der Gäste, die gleichen hier ja Slalomstangen. 4:0. Ja, was sollte hier... Das eben manchmal. Wir schauen in den letzten Abschnitt. Jeff Smith macht das, was er am besten kann, zieht vors Tor und macht das Ding. Und dass der EVR in Überzahl fast nicht zu schlagen ist, das haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für den Schlusspunkt sorgt Jeff Smith. Entschieden war die Partie aber schon im zweiten Abschnitt. Ein 2 in Unterzahl ist schließlich der Genickbruch für Bayreuth. Jeff Smith mit dem 5:3. Und obwohl sieht in der Mitte Jeff Smith der Ausgleich in der 18. Minute. Einmal und den Schlusspunkt setzt dann aber der EVR. Einer möchte natürlich noch mitmachen und das ist Jeff Smith. Wunderbar, wie er hier übers Eis gleitet. Der Mann. Zweiten Drittel, was für ein Solo von Jeff Smith zum 2:0. Der tanzt sich da einfach durch die im Gästedrittel und das macht Jeff Smith ganz schön clever beim 4:1. Die Vorarbeit übrigens von Nikola Gajovs. Natürlich wieder Jeff Smith. Das 5:1. Ja, sagen wir Schönheitsfehler. Wollten die Regensburger unbedingt nachsetzen, zwingen Kloster sie immer weiter vor das eigene Tor. Gajowski legt zurück, Simon Schütz von der blauen Linie. Formt den Bahner Rausch gespielt. Sieht irgendwie aus wie Powerplay, ist aber keines. Stähle in den Slot, Stiefenhofer schaltet noch an Gräubig. Aber da steht ja noch einer, der ganz genau... 20. Minute, 5:3 Überzahl und da spielen sie abgebrüht rund. Feldspieler sollten zuschlagen und dieser Plan schien vorerst auch aufzugehen, das 3:4 ausrichten. Dann Nikola Gajowski, ja und das hier, das ist Jeff Smith. Zum 2:0 erobert, den Puck gibt ab auf Nikola Gajowski und der sieht Jeff Smith und der wuchtet das Ding. Zum 6:1, der EVR spielte Sonthofen an die... Ein 2-Tore-Vorsprung nicht viel zu bedeuten. Jeff Smith versenkt nämlich die Lust. Zuerst macht Jeff Smith mit dem 5:1 alles klar. So weit, so gut. Hier siehst du eigentlich gar keine Scheibe mehr. Ja, da zuckt nur noch im Netz des Weidner Kastens. Dann wird nur noch wehrlos wie die Feuerwehr. Vitali Stähle auf Jeff Smith. Der wird nicht angegriffen. 1:0 nach gerade mal 3 Minuten. Ausbauen. Mit dem 5:2 durch ein Tor von Jeff Smith gelang dem EVR in Unterzahl nach 34 gespielt. Für einen Tabellenführer gehört, baut der EVR seine Führung dann im Mittelabschnitt aus. Der Torschütze noch nicht ganz genug. 5 Minuten vor Schluss bringt Smith den Punkt nach Assist von Gajon. 11 Minute 1:2 und zack. Und dann ist es Rückkehrer Jeff Smith in doppelter Überzahl mit der Führung für den EV Regensburg. Im zweiten. Jeff Smith, der packte hier mal die Trickkiste aus. Irgendwie schafft er es hier, die Weidner ganz alt aussehen zu lassen. Und in der Zeitlupe sehen wir es noch einmal. Er findet die Lücke zwischen den Beinen von Hönkhaus. Ganz anders im Schlussabschnitt. Smith, EVR nutzt es nämlich wieder aus. 54. Minute. Und wie er es dann auch immer macht, Jeff Smith arbeitet die Scheibe zum viel umjubelten Siegtreffer über die Linie. Landshuts Coach Toni Grinner versuchte dann natürlich nochmal über Thomas Ober. Unterschätzt werden sollte das Team aus Sachsen jedoch nicht und so legten die Domstädter auch prompt los und machen nach 12 Sekunden tatsächlich das 1:0 und zeigen, wer hier der Herr im Haus ist. Hier für die selber Wölfe ein Konter. Und dann noch so ein schneller Gegenstoß mit dem No, dem Deckel auf dem Drittel. 10 Sekunden vor Ende der Partie ist es wieder Yannick Drews, der DNL-Spieler des EVR, mit dem 7:7 Tore des Abends. Das Tempo im ersten Abschnitt unglaublich hoch. Der EVR so gut wie nur vorm Landshuter Tor. 2 hochkarätige Chancen haben sie schon liegen lassen. Aber dann klingelt es endlich.